Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Gestern hatten wir bei der Fortnite Hype Night mitgespielt und irgendwie ist es mit dem Punktesystem gerade ziemlich verbuggt, weil wir 93 Punkte erreicht hatten und damit obere 13% waren. Als Belohnung hätten wir rein theoretisch dann eben halt, weil zwischen 20 und 10% sind, 3000 Hype bekommen sollen. Aber vorher hatte ich eben halt genau 1000, jetzt weniger, nämlich 2615. Nee, oder hatte ich sogar 2800 Punkte. Auf jeden Fall, es fehlen noch mindestens 2000 Hype, die mir eigentlich noch gut geschrieben werden sollten. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Ja. By the way, zurzeit ist auch die Bandage-Bazooka in allen Modi deaktiviert. Das heißt, ihr müsst darauf nicht irgendwie versuchen, die zu suchen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Item-Shop an. Wenn euch die Videos hier natürlich gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Und heute haben wir neu einen legendären Skin. Und zwar den Totenschütze. Und der hat zwei Stile, einmal mit und ohne Kopfbedeckung. Mit Kopfbedeckung finde ich ihn allerdings deutlich cooler. Der Skin an sich sieht schon ziemlich cool aus, hier mit den ganzen Rauchschwaden. Das Gesicht hier komplett irgendwie bestehend aus Rauch. Sieht auf jeden Fall nice aus. Auch das Backpack ist ganz in Ordnung. Sehr nicer Skin. Dann gibt es dazu die Spektralsense, auch im gleichen Look. Sieht auch eigentlich ganz nice aus, kann man sich ebenfalls kaufen. Dann als nächstes haben wir von gestern Freche Wurst als Skin. Ist auch ein ziemlich nicer Skin eigentlich, weil es eben halt etwas komplett einzigartiges ist, was es so in keiner anderen Form gibt. Hier mit Würstchenarm und einfach ein Brot als Körper. Wer auf lustige Skins steht, kann ihn sich auf jeden Fall kaufen und man kommt eben halt auch noch ein Kondensstreifen bzw. Contrail dazu und zur Würstchenkette. Hier hängen auch einfach überall Würstchen herum. Dann haben wir als nächstes den Fokus-Skin. Ist eigentlich ganz nice. Als blauer Skin vollkommen in Ordnung. Fußfinesse. Coole Musik. Die Moves sind auch eigentlich ganz okay. Kann man sich eigentlich auch kaufen. Eine Sturmtrooperin. Wieder ein No-Skin-Outfit. Nichts wirklich Besonderes dran. Aber relativ schlicht. Ist manchmal damit auch nicht schlimm. Hier noch so ein bisschen die Haut eigentlich schön in so Buschfarben getarnt, sodass man eben nicht ganz so gut auffällt. Auf jeden Fall ist das kein auffälliger Skin. Das heißt, ihr seid dann dort keine Zielscheibe so direkt, als wenn ihr einen leuchtenden Skin hättet. Dann haben wir Electro Swing. Wirklich eine der coolsten Emotes, wie ich finde. Zumindest von der Musik her. Ich habe ja auch die dazu passende Lobby Music. Dann als nächstes haben wir Welle des Todes. Finde ich eine richtig coole Lackierung. Sieht ein bisschen aus wie die Pandora-Lackierung, so, weil die Konturen ein bisschen hervorgehoben werden hier. Und die Farbe hier auch sehr ähnlich aussieht wie bei der Pandora-Lackierung. Sieht aber eigentlich ganz nice aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Gefällt mir. Dann als letztes haben wir noch Faustjubel. Grünes Emote, auch vollkommen in Ordnung. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.